Hallo und herzlich willkommen im Schloss des Grafen. Ja, wir haben es wohl offenbar zu Vladi hochgeschafft, dem Vampir. Und das sieht's ja schon mal richtig, da haben wir einiges zu betrachten hier oben. Garstige Statuen. Ich habe sie schon von der Zugbrücke aus gesehen. Sie sehen aus wie eine Mischung aus Mensch und Fledermaus. Und es scheint, als würden sie einen die ganze Zeit beobachten, wenn man sich dem Schloss nähert. Na okay, da im Der Briefkasten ist Graf und auch. seine junge Verlobte haben sich über eine Zeitungsanzeige kennengelernt. Irgendein armer Postbote muss sich also regelmäßig durch die Berge kämpfen. Ja, der hätte uns auch mitnehmen können. Können wir die Post irgendwie mit rausnehmen, oder? Nur eine einzelne versiegelte Schriftrolle. Hey, das Siegel zeigt das Wappen von Seefels. An Graf Wladimir Schreck, Düsterwald. Okay. Fallgatter? Weder die Zugbrücke noch das Fallgatter konnten Van Buren vor den Zauberern, Paladinen und Dorfbewohnern schützen, die ihn geholt haben. Vielleicht war er nicht mehr auf der Höhe seiner Macht. Ein Hexenmeister wie er sollte ein Schloss wie dieses ansonsten leicht verteidigen können. Ja, ich hoffe, dass uns das nicht nachher auf den Kopf Die fällt Legende oder uns sagt, dass irgendwie. ein Dombaumeister den Auftrag hatte, sich eine optisch ansprechende Möglichkeit zu überlegen, Wasser von Gebäudedächern abzuleiten. Er dachte sich, warum stelle ich keine Figuren an die Ecken des Daches und lasse sie, naja, wie man halt so in Wahrheit Wasser los wird. Die Idee der pinkelnden Figuren fand nicht viel Zustimmung und man zwang ihn, seinen Entwurf zu ändern. Er war darüber sehr erbost. Deswegen sehen Wasserspeier heute so aus, als würden sie sich ständig übergeben. Ja, das habe ich auch schon gehört mit den alten. Betrachte den Bei einem Stein. so Was ist alten mit dem? Gemäuer muss man wohl mit herabstürzenden Steinen rechnen. Ob deswegen die Stelle des Igors frei geworden ist? Oh, den können wir anheben. Was ist da Der drunter? Stein ist ziemlich flach. Vielleicht so etwas wie eine Dachschindel. Große weiße Maden. Okay, die Maden nehmen wir mal mit. Vielleicht ekelt sich ja hier die Nuss davor. Die Kutsche dürfte Dann sich ziehen wir. mindestens seit der Zeit des alten Van Buren keinen Meter mehr von der Stelle bewegt haben. Mehrere Speichen sind gebrochen, keine Scheibe ist mehr ganz und ja, aus einem der Sitze wächst ein kleiner Baum. Okay, die Kutsche. Was ist mit dem Unkraut hier? Können wir da Überall noch was Unkraut und mitnehmen? Unrat. Der Graf braucht tatsächlich dringend Unterstützung im Haushalt. Zeit, sich als neuer Diener nützlich zu machen. Andererseits habe ich es nicht so mit Gartenarbeit und man sollte es damit auch nicht übertreiben. Nimmt sich eine Blume und ja, dann ist es fertig. Die Vögelchen, ich muss ja echt King Art loben, also was sie da Eine wieder flache an. Wasserschale für die Hühner. Sie ist leer. Mit einer leeren Schale können sie sowieso nichts anfangen. Die Würmer reinlegen? Der Graf scheint Nee, Hühner zu King. mögen. Das ist ein gutes Zeichen. Wer Tiere mag, kann kein schlechter Mensch sein. Ja. Nee, nochmal gerade angesprochen, King Art hat sich da so viel Mühe gegeben und so viel liebevolle Details einfach reingebaut. Also, ja, ganz großes Lob. Der Hühnerstall ist in einem ähnlichen Zustand wie das Schloss. Er ist windschief und das Dach ist undicht. Wenn sie dann wieder bei Kickstarter die nächste Version machen, dann würde ich, glaube ich, da auch wieder einsteigen. Okay, Hühner haben wir betrachtet, Die glaube Hühner ich. scheinen ganz munter zu sein. Sie laufen, sie picken, was Hühner halt so tun. Gut, dann schauen wir mal ins Schloss rein und schauen, was uns erwartet. Oh, schön. Okay, da hinten ist der Graf. Oh ja, da überall Vampire hier mit den spitzen Zähnen. Der So ein Ofen. kleiner Bollerofen kann solch ein riesiges Gemäuer nicht einmal ansatzweise erwärmen. Hier im Flur ist es exakt so warm wie draußen. Was gibt's da noch? Da war doch gerade auch was.
Kann ich hier ein bisschen rüberlaufen? Genau, was ist mit dem Vorhang? Hier im Schloss müsste dringend mal Staub gewischt werden. Da es als Diener meine Aufgabe wäre, sage ich das allerdings besser nicht zu laut. Okay, hier Gemälde. Schaurige Gestalten. Ob es Verwandte des Hexenmeisters oder des Grafen sind, kann ich nicht sagen. Fest steht nur, das sind einige der gruseligsten Visagen, die ich jemals gesehen habe. Okay. Wie viele Kerzen müssen hier gebrannt haben, um einen dermaßen großen Wachshaufen zu hinterlassen? Oder sind die Kerzen magisch und haben für Jahrzehnte nie aufgehört zu brennen? Ja, aber dann wäre es ja immer weniger. Da ist die Treppe. Ich frage mich, wie viele Stockwerke dieses Gebäude hat. Von außen beurteilt würde ich sagen, mindestens 5 oder 6. Und häufig haben solche alten Schlösser auch noch Keller und Verliese. Ein sehr großes Haus für einen einzelnen Gentleman. Da ist noch die Treppe nach unten. Die Treppe führt nicht nur nach oben, sondern auch weiter hinab in eine undurchdringliche Schwärze. Verliese, Grüfte, alles Mögliche könnte da unten sein, mit dem ich nichts zu tun haben will. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erst nach oben gehen. Beziehungsweise kaum zu fassen, wie hoch diese Eingangshalle ist. Die Ketten der Kronleuchter verschwinden im Dunkeln. Okay, ich glaube, dann werden wir mal zur Truhe. Also Halle werden wir noch nicht schauen. Wir gehen mal zur Truhe. Eine schwere, hölzerne Truhe mit 7 Siegeln. 2 davon sind offen. Okay, wir müssen irgendwie die 5 Siegel wahrscheinlich nachher irgendwie aufmachen. Hier in der Galerie hängen ja viele seltsame Gestalten. Aber der hier setzt allen die Krone auf. Ja, vor allem der Wolf hier da dazu mit den leuchtenden Augen. Okay, hier können wir nichts machen. Dann gehen wir... Oh, jetzt hat sich das Bild geändert, oder? Spinne ich oder sind das andere Gemälde als vorhin? Ja, ist schon ein bisschen anders. Okay. Ah, da sind Sie ja, Igor. Bereiten Sie das Abendessen für meine Verlobte vor. Und decken Sie den Tisch mit allem Drum und Dran. Wir wollen ein romantisches Dinner zu uns nehmen, bevor wir uns zurückziehen. Seht ihr da oben auch Svi? Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, waren das nochmal... Baker bei Kickstarter. Mein Name ist Wilbur. Meine Diener hießen alle Igor. Igor, sein Vater Igor, dessen Großvater Igor und dessen Vater auch. Sie hatten aber schon viele Diener. Deswegen ist es jetzt auch zu spät, um sich noch an einen neuen Namen zu gewöhnen. Ich nenne dich Igor. Ich würde dir sogar Igors alten Anzug geben, wenn ich ihn hätte. Okay. Und im Dorf sagte man mir, dass der wahnsinnige Hexenmeister Ashcroft van Buren früher hier gelebt hat. Das ist richtig, bis er gehängt, geköpft und gevierteilt wurde. Die Zauberer und Paladine haben keine halben Sachen gemacht. Nur Viertel. Haben alles mitgenommen, was für sie von Interesse oder Wert war. Den Rest haben sie dagelassen. War unter den zurückgelassenen Sachen ein Buch? Das Tagebuch des Hexenmeisters? Ja, das habe ich ein paar Monate nach meinem Einzug in einer geheimen Schreibtischschublade gefunden. Nein, ich meine eher ein magisches Buch mit Beschwörungsformeln und solchen Dingen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay, diese große Truhe in der Eingangshalle, gehört die Ihnen? Sie sieht so aus, als stünde sie schon lange da. Heute gehört sie mir. Aber Van Buren ließ sie einbauen. Und das Gemälde darüber zeigt ihn.
Die Truhe und das Gemälde sind das Einzige, was die Magier gerne mitgenommen hätten, aber nicht konnten. Beide sind mit mächtigen Zaubern an dieses Schloss gebunden. Was ist in der Truhe? Ich weiß es nicht. Bisher konnte ich nur 2 der 7 Siegel öffnen. Vielleicht hat er dort sein Zauberbuch verwahrt. Ist es wertvoll? Die jungen Damen heutzutage werden immer anspruchsvoller. Und meine Linie Mondbrand-Hautcreme für den Mann von Welt hat nicht so eingeschlagen, wie er hofft. Soll ich vielleicht versuchen, die Truhe zu öffnen? Ich bin gut in solchen Dingen. Von mir aus, solange es nicht mit deinen anderen Aufgaben kollidiert. Ich möchte, dass mein kleines Täubchen verwöhnt wird. Aber sicher doch. Hier, das Tagebuch des Hexenmeisters. Die ersten 2 Siegel konnte ich mit seiner Hilfe öffnen. Vielen Dank. Oh, dieser Hugh Hefner hier. Kennen Sie sich mit Werwölfen aus? Nicht sonderlich. Sie und wir verstehen uns nicht. Normale Wölfe, ja, sie sind die Kinder der Nacht und ich stehe abends gerne auf dem Balkon, um ihrem Gesang zu lauschen. Aber Werwölfe, arme Seelen, die verflucht wurden und nichts anderes als primitive Wut und Hass empfinden können. Kann man den Fluch irgendwie loswerden? Natürlich, ganz einfach. Man muss den Werwolf im Zweikampf töten, der einen zum Werwolf gemacht hat. Und wenn man nicht weiß, wer es war? Dann kann man nur hoffen, dass ein Freund einem eine silberne Kugel durch den Kopf jagt. Niemals! Ja. Das können wir leider nicht machen. Möchten wir auch nicht. Und was darf ich Ihnen und der jungen Dame servieren? Für die junge Dame einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen. Das ist es wohl, was junge Damen heutzutage essen. Für mich nichts, danke. Sie wollen nichts essen? Später vielleicht. Bis dahin begnüge ich mich mit einem Glas Rotwein. Also schön, dann werde ich mal den Koch suchen und den Salat bestellen. Ich habe keinen Koch. Ich esse normalerweise auswärts. Aber ich bin auch kein Koch. Wie schwer kann es schon sein, so einen Salat mit Essig und Öl zu machen? Spute dich, Igor. Sehr wohl, Graf Schreck. Okay. Ich habe Ihre Verlobte im Wald gerettet. Sie war vom Pferd gestürzt und hatte sich verirrt. Das arme Kind. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich habe so lange auf sie gewartet. Ich habe gehört, Sie waren schon einige Male verheiratet. Viele Male. Leider konnte ich nie mit einer meiner Geliebten alt werden. Ich bin verflucht, es alle paar Jahre mit einer neuen, jungen Frau zu versuchen. Oh, das tut mir sehr leid. Oh, beste Ausrede ever. Diese Schriftrolle war im Briefkasten. Aus Seefeld. Erzmagier ermordet, gesucht, bla bla. Nichts von Bedeutung. Sind Sie sicher? Ich interessiere mich nicht für Politik. Könige und Erzmagier kommen und gehen. Ja, Sie haben schon recht. Kein Grund, sich mit solchen Dingen zu belasten. Da ist ein Bild vom Erzmagier und von mir auf dem Brief. Auch wenn der Graf sich nicht für Politik interessiert, einen gesuchten Mörder wird er wohl kaum für sich arbeiten lassen. Er würde mich an die Van Burens ausliefern, wenn er es bemerkt. Ja, dann müssen wir den... Zum Glück hat sich die Schriftrolle wieder zusammengerollt. Sonst würde der Graf früher oder später bemerken, wer da neben dem Erzmagier abgebildet ist und wegen Mordes gesucht wird. Herr Graf? Na, gucken wir mal. Ja, Igor? Igor und dem Anzug? Wie war das mit Igor und seinem Anzug?
Dein Vorgänger, Igor. Igor hat es sich im Keller bequem gemacht. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch, alles, was man so braucht. Ich denke, da du der neue Igor bist, gehört all das nun dir. Und Igors Anzug? Wird wohl bei seinen Sachen sein. Geh nur hinunter. Aber pass auf, es ist sehr dunkel dort. Ich kann mir ja eine Kerze mitnehmen. Und das halte ich für keine gute Idee. Sie werden vom Licht angezogen. Sie? Sie? Dinge, die in der Dunkelheit leben. Igor hatte gehörigen Respekt vor ihnen und traute sich nie mit Licht dort hinunter. Vielleicht ist der Anzug ja auch gar nicht so wichtig. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Spute dich, das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Kann es kaum erwarten. Weniger reden, mehr arbeiten, Igor. Oh, ist auch echt schön gemacht, auch mit den Räucherstäbchen da drüben, die muss ich mir noch anschauen. Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Andererseits, vielleicht ist dem Grafen auch aufgefallen, dass hier manchmal so ein leicht modriger Geruch in der Luft liegt. Ja, das ist ja normal, wenn man hier in so einem Schloss wohnt. Besteck. Okay, Messer und Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Andererseits... Okay, haben wir gesehen. Was gibt's hier noch? Betrachte den Teller. Wahrscheinlich müssen wir die nachher nehmen hier. Sind das nur dekorative Teller oder richtige? Nate hat im Elfenhain einmal Bratkartoffeln vom Gesicht der Königin gegessen. Ivos Mutter fand das gar nicht witzig. Igor, seien Sie vorsichtiger! Ich habe gar nichts gemacht. Der Teller flog einfach von der Wand. Ich wohne seit 10 Jahren hier. Auf Schloss Schreckstein hat es noch nie gespukt. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Okay, einen Teller haben wir. Dann brauchen wir nur noch den Rucola. Der Graf scheint ein Weinliebhaber zu sein. Rotwein, um genau zu sein. Okay, haben wir hier alles? Da drüben ist noch... ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten. Und teuer. Okay, nehmen wir auch mit. Man kann alles gebrauchen. Wahrscheinlich müssen wir einfach nachher hier den Tisch komplett machen. Brauchen wir auch noch eine schöne Decke. Haben wir da eine? Auf diesem Tisch soll ich wohl das Abendessen servieren. Mit allem drum und dran. Puh. Vor ein paar Tagen war ich noch Professor für Magie in der Zaubererschule. Heute bin ich der Igor eines Grafen mitten im Nirgendwo. Moment, wir können ja... Am besten decke ich erst den Tisch und sorge dann für Essen auf dem Teller. Okay, Timmys Halstuch. Nein, geht natürlich nicht. Aber wäre ja auch zu schön gewesen. Wir brauchen eine Tischdecke. Was ist das hier für eine Kordel? Damit können die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten gebracht werden. Aber es ist nur eine Schnur. Braucht es mehr? Okay, gucken wir mal. Das interessiert mich schon. Okay. Okay, bringt uns eh nichts. Wir bereiten das hier mal vor. Brauche ich noch eine Decke? Oder stellst du den... Nein, klappt. Sehr schön. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist so etwas Ähnliches wie Rucola. Eindeutig. Die
Die dicken Maden haben etwa die richtige Größe, aber sie sehen nicht aus wie gebratenes Hähnchenfleisch. Sie wirken leicht durchsichtig und sind ganz schleimig. Okay, die müssen wir wohl offenbar noch ein bisschen bearbeiten. Das Glas, kann ich das auch irgendwie hinstellen? Nein. Aber das Besteck legen wir noch hin. Dann das schwere Glas. Nee, geht auch nicht. Ich glaube, der Graf erwartet etwas feineres Geschirr, wenn er seine Verlobte beeindrucken will. Okay, dann schauen wir uns noch weiter um. Wo sind denn noch? Hier ist noch der Katzenleuchter. Wenn es dem Grafen so geht wie mir, weiß er nicht genau, wie Rucola-Salat aussieht. Fehlen noch Hähnchenbruststreifen und das Dressing. Hat schon was. Aber irgendwas fehlt noch. Ja. Der Raum hier ist nicht nur viel heller und freundlicher als die Eingangshalle. Durch all die brennenden Kerzen ist er auch noch wärmer. Okay, ich denke, wir haben hier alles. Dann schauen wir mal runter. Beziehungsweise rüber, was uns da noch alles erwartet. Wir können auch mal in das Buch reinschauen, was denn hier jetzt noch unsere Aufgaben so sind. Das Gewürm kann mein Genie nicht erfassen. Deswegen nennen sie mich wahnsinnig. Rutherford traut uns nicht. Er wird uns hintergehen, ich weiß es. Er wird der Erste sein, der dran glauben muss, wenn wir die Macht des Namenlosen besitzen. Wer ist denn Rutherford? Hier ist eine Zeichnung der verschiedenen Siegel. Neben jedem Siegel steht etwas. Okay, was brauchen wir denn? Das zweite Siegel wird mit dem Blut Unschuldiger geöffnet. Das Siegel ist schon geöffnet. Vielleicht hatte sich der Graf beim Kartoffelnschälen in den Finger geschnitten und hat dann das Siegel berührt. Oder so. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Das dritte Siegel öffnet sich erst, wenn es das Wort öffnen in der Sprache der Ratten vernimmt. Okay. Nur wer unstillbare Gier verspürt, kann das vierte Siegel öffnen. Das vierte Siegel ist bereits offen. Keine Ahnung, wie der Graf das angestellt hat. Okay. Das fünfte Siegel kann nur vom Hauch des Todes geöffnet werden. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Nur wer würdigen Herzens ist, kann das siebte und letzte Siegel öffnen. Okay, damit wissen wir jetzt. Niemand ist klüger als ich. Ich habe für meinen wertvollsten Besitz eine Truhe mit sieben Siegeln ersonnen, die nur ich öffnen kann. Jedes Siegel kann nur auf ganz spezielle Weise geöffnet werden und nur ich weiß wie. Jeder Mechanismus ist cleverer als der vorherige. Jetzt folgt die Auflistung, wie jedes Siegel zu öffnen ist. Ein Glück, dass der Hexenmeister so stolz auf seine Arbeit war. Okay, ja, ach, nachdem hier ist... Nachdem alle sieben magischen Siegel geöffnet wurden, kann die Truhe geöffnet werden. Eventuell ein wenig am Deckel ruckeln. Der klemmt manchmal. Okay, haben wir gelesen und... Zwei Siegel sind schon offen. Fünf fehlen noch. Die Hinweise sollten mir weiterhelfen. Ja, sind jetzt nicht ganz so einfach. Oh, das Bild hat sich wieder geändert. Die Bilder scheinen nicht lebendig zu sein, wie die im Magierturm von Seefels. Aber anscheinend wechseln ständig die Motive. Praktisch, wenn man mehr Gemälde als Platz an den Wänden hat. Was ist hier unten? Ne, da ist nur ein kleiner Fehler. Hiermit können wir hinausgehen. Woher kriege ich jetzt das Dressing? Wahrscheinlich müssen wir zurück in die Stadt gehen, damit ich da ein paar Sachen finden kann. Der Graf hat die ersten beiden Siegel mit den Hinweisen aus dem Tagebuch geöffnet. Bleiben noch fünf. Dieses Siegel kann nur jemand öffnen, der ein würdiges Herz hat. Ob ich? Hm.
Meister Alistair sagt immer, ich hätte das Herz am richtigen Fleck. Aber anscheinend ist das nicht gut genug für dieses Siegel. Obwohl, Van Buren war ein böser Hexenmeister. Er hätte das Siegel auch nicht öffnen können, wenn mit würdiges Herz jemand Anständiges gemeint ist. Er könnte genau das Gegenteil gemeint haben. Jemand, der verschlagen, gemein und böse ist. Okay. Dieses Siegel wird von einem unsichtbaren Schlüssel, der für... Was soll das sein? Laut Tagebuch öffnet dieses Siegel... Ich kenne den Tod von früher. Wir waren sogar mal Geschäftspartner. Aber dann war er lange Zeit nicht mehr so gut auf mich zu sprechen. Das kann einerseits daran liegen, dass die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH nie zu einem Erfolg wurde. Könnte andererseits aber auch damit zu tun haben, dass ich ihn begraben habe und dann vergaß, ihn wieder auszubuddeln. Okay, ich denke, wir müssen zurück ins Dorf gehen und werden da ein bisschen was bearbeiten. Ja, aber es hat schon wieder gewechselt. Ich find's cool. Ja, wir schauen uns das in der nächsten Runde an. Ich danke dir vielmal. Stopp, hier können wir noch was machen? Vermutlich war der Graf es irgendwann leid, ständig den Spiegel zu putzen. Ein sehr alter Spiegel. Aber bis auf ein paar stumpfe Stellen ist er noch gut in Schuss. Okay. Ein sehr alter Spiegel. Aber bis auf ein... Ja, dann haben wir hier alles. Das Wachs nach oben. Ach nee, ich kann den Teppich hier noch. Okay, ich glaube, das ist unsere Tischdecke dann. Können wir noch mal rüber gucken? So, benutze das schwere Tuch als Tischdecke. Das sollte gehen. So, sieht doch schick aus. Da hat sich's auch gewechselt. Es ist cool. Hier ist doch ein unsichtbarer Schlüssel, oder? Man sieht doch den Abdruck. Warum können wir dann hier nichts machen? Ich finde es seltsam, dass Graf Schreck sich ausgerechnet im Düsterwald ein Schloss gekauft hat. Die meisten alten Leute lieben die Wärme und die Sonne. Von beidem gibt es hier nicht viel und der Gute sieht auch schon ganz blass aus. Ja, warum sieht er wohl blass aus? Schublade haben wir schon geöffnet. Ich rede nochmal mit ihm. Herr Graf? Ja, Igor? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Nein. Irgendwas fehlt noch. Ich will meine Verlobte beeindrucken. Sehr wohl, Herr Graf. Ich müsste wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich spreche nur die Sprache der Fledermäuse. Beeindruckend. Sagen Sie mal was auf Fledermäusisch. Ich höre nichts. Du vielleicht nicht, aber die Fledermäuse draußen im Flur kringeln sich gerade vor Lachen. sagt man überhaupt noch Ratten oder heißt es jetzt Nagetiere mit Kanalhintergrund? Okay, ich muss weiterarbeiten. Allerdings, einen Igor bist du ziemlich geschwätzig. Ja, muss leider sein. Okay, dann... Warte, kann ich vielleicht Timmys Hals... Nee, doch nicht jetzt. Doch nicht. Was ist hiermit? Nee, geht irgendwie nichts. Okay, dann gehen wir zurück in die Stadt. Und das seht ihr dann in der nächsten Runde.